Reaction Time! Unge! Das ist ein bisschen lauter. Kommen wir zu einem Video, was auch sehr, sehr viele vorgeschlagen haben, und zwar von Sustrator das Schissduell. Man kennt vielleicht von Sustrator diese Gefragt-Gekackt-Sendungen hier und solche Sachen. Ja, hier Gefragt-Gekackt, die haben wir uns schon öfters angeguckt und so. Aber es gibt jetzt ein neues Video von ihm, das heißt das Schissduell. Und da waren Bibi und Julia. Was? Julia? Sind das zwei Frauen? Ah, okay. Eine lesbische Beziehung, Bibi und Julia. Okay, let's go auf jeden Fall. Das Schissduell, das beschissenste Quiz Deutschlands. Hier ist ein Geber und hier ist ihr Gastgeber, Jörg Pilalilava. Pilalilava. Okay. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich erwarte viel. Herzlich willkommen. Guten Abend. So, Bratkartoffeln, Ei und Speck. Dafür stehen die beiden Influencer. Bratkartoffeln, Ei und Speck. Ja, dafür stehen Bibi und Julian, man kennt sie. Herzlich willkommen, Bianca und Julian. Was? Was? Es ist einfach, Elton ist einfach ihr neuer Freund. Oh mein Gott. Aber erstmal stellen wir den Olymp da oben noch einmal vor. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Unsere Quizkönigin allen voran. Die Frau, die nichts weiß, Marie. Die Frau, die nichts weiß. Anna. Guten Abend. Boah, das fängt schon stark an. In der Mitte. Ein alter Spaß. Und rechts außen, Thorsten. Oh Mann! Oh. Ah, nochmal anschauen! Mitte! Alter, Spaß! Rechts außen, Thorsten! Team Influencer! Für alle, die sagen, was ist denn das? Für alle, die sagen, was ist denn das? Wie würdet ihr jetzt erklären, was ihr macht? Also wir verarschen einfach sehr junge Menschen. Das machen wir immer noch. So kann man es beschreiben. Und da gucken ja viele Menschen. Wie viele Follower habt ihr zurzeit aktuell? Kennt ihr die Zahlen eigentlich immer? Um die 5 und bei mir um die 3. Also 8 Follower. Wow. Krass. Ich bin da ja ein viel heftigerer Influencer mit 93 krassen Abonnenten. Vielen Dank im Übrigen immer noch dafür. Wenn ihr dazugehören wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. 8 Follower, let's go. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Die da oben. Und wer macht, wählt zunächst aus. Und zwar aus 3 Kategorien. Ich hätte für euch heute Essen und Stinken oder Hits und Hitler oder Thorsten. Essen und Stinken, Hits und Hitler oder einfach Thorsten, dieser Typ hier. Ey, ich hoffe, die nehmen Thorsten. Ich fange mal an mit Mario Anna. Die hat sich entschieden für Hits und Hitler. Und Thorsten nimmt Thorsten. Hast du nachgedacht? Alter, halt deine Fresse. Was wollt ihr? Ja, komm, probieren wir den Hits und Hits. Ja? 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 Nein. Ja? Nee. Ja? Ja, finde ich gut. Okay, wir probieren. Hits und Hitler spielen wir mit Marie. Ich möchte wissen, Meme, ich möchte wissen, was zahlt man, wenn man sich einen Elefanten ausleiht? Oh, das ist teuer, das ist teuer. Keine Ahnung. Ich, würde auf jeden Fall Elefant sagen, ja, würde ich jetzt auch mal sagen. Elefant? Ja? Was ist denn das? Ein Elefant gegen einen Elefant tauschen? Ach so. Oh, oh nein, als ob das wieder so stark ist. Gott. Oh mein Gott, das ist nice gemacht. Oh mein Gott. Elefant. Wenn man sich einen Elefanten ausleiht. Es ist so dumm, aber auch irgendwie so stark. Oh mein Gott. Ja, klar, logisch. Und was hat Thorsten genommen? Der Dosenöffner. Ich glaube, ich bin gut, im Flash. Ja, dann gebe ich euch mal den Punkt, weil es richtig ist. Das stimmt. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und sind gleich wieder da. Bis gleich. Neu bei McDonald's. Der Big Tasty Bacon Barbecue mit Smoky Barbecue Soße. Das ist doch keine richtige Soße. Einer von... Das Verbot! Das ist doch keine richtige Soße mehr. Willkommen zurück, die Akademie bei uns, die Influencer Stars.
dieses Influencer sein und da immer was anbieten müssen, wie viele Stunden pro Tag beschäftigt ihr euch denn damit? Also das ist sehr schwer zu sagen, weil wir... Also, 2 Stunden pro Monat. Ja. Ja. Ich glaube, das zu spüren. Ihr seid unglaublich scheiße. Und ich gucke einmal deinen Mann an. Du Wichser. Du deine Mama ist fett, so wie ein Elefant. Ich hab dich rasiert. Gut, 2. Frage. Oh mein Gott, Julian wurde einfach auseinandergenommen. Was bekommt man, wenn man einen Inder wiederfindet? Wenn man einen Inder wiederfindet? Okay, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Wenn man einen Elefanten auslädt, bekommt man muss man Elefant bezahlen. Darüber denke ich gerade auch nach. Wenn man einen Inder wiederfindet, entfindet... Ich weiß es nicht, diese Fragen sind zu schwer. A. In der Box. Oh nein! Oh nein! Inderlohn! Inderlohn! Boah, krasse Auswahlmöglichkeiten. Ich sag A. Okay, A. Nö, A ist falsch. Und richtig ist B. Der Inderlohn. Junge! So. Junge, ich hab's einfach direkt gecheckt. Digga, 200 IQ, heute fühle ich mich mal schlau. Thorsten, was hast du denn genommen? Ich kann jetzt nur zu beisteuern, es geht um den Dosenöffner. Ja, auch richtig und deshalb Punkt für Thorsten. Bianca, Thorsten ist aber krass. Wer ist denn da bei euch der Dümmste? Eigentlich gemischt, oder? Ja. Wir teilen uns das gut auf. Gut. Kann man immer auf die Juden schieben, ist gar kein Problem. Würde ich jetzt auch mal sagen. Ja. Letzte Frage. Witz. Und Hitler. Von wem? Ey, guckt nicht so doof, Mann. Man kann immer alles auf Juden schieben. Ist der Nummer 1 Hit? Hitler. Mal rein. Das ist auf jeden Fall von mir. Ist nicht dein Ernst. Das ist auf jeden Fall das ist Nummer 1 Hit, der alles gefickt hat. Das ist Tanzverbot. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Würdest du auch sagen? Ja. Ja, okay, ist richtig. Und was sagt Thorsten? Konservendose. Was hast du genommen? Dosenöffner. Richtig. Ja. Boah, Thorsten ist gut dabei. Und Julian spielen damit als erstes. Warte mal kurz. Ist das, wo man auch diese App führt? Das sieht ja also. Ist das gleiche, was man. Ach! Jetzt fällt mir das gerade erst auf. Er meint Quizduell. Das ist so als App, ne? Ich hab's schon mal gespielt auf dem Handy. Ach! Das jetzt ohne Spaß! Oh nein! Ich wusste nicht, dass es davon ist. Wir haben das früher voll oft gezockt, also in der Schule. Oh lol. Ist das davon von der Sendung? Ist das von dieser App auch? Lol, ist mir gerade mit dieser Punkttabelle aufgefallen. Sieht nämlich genauso aus. Finale! Es wäre so stark, wenn die jetzt diese WLAN-Frage beantworten. Wenn das jetzt einfach in der YouTube-Kacke so drin lassen würde, wie es original war, weil es halt schon so dumm war, ohne Veränderung. Erste Frage. Wie viele A enthält der Buchstabe A? 3. Ja gut, also entweder ist nur das A gemeint oder das A ist davon auch noch gemeint, also 2. Ja, 3. Jawohl, richtig. Oh, oh Gott. Wie wird ein Elefant wegen des Aussehens auch genannt? WLAN-Kabel. Ein Pferd. Jawohl, sehr gut. Ihr macht das. Was? Super. Was gibt es natürlicher... Oh mein Gott, wenn er das jetzt einfach so drin lässt, ohne es zu ändern, ist er einfach das größte Genie der Geschichte, Alter. ...weise auf dem Mars. Was? WLAN. Das ist richtig. Gut. Okay, es wurde ein bisschen abgeändert, aber stark. Dass er einfach WLAN da als Antwort drin lässt, ist sehr nice. Womit öffnet man eine Konservendose? Was? Keine Ahnung. Jetzt kommt der Thorsten. Thorsten. Dosenöffner? Nö, falsch. Das gibt's nicht! Hey! Super! Und Influencer gewinnen 10 Euro. Wofür? Für WLAN. Glückwunsch an euch. Alles Gute. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Oh tschüss. Mein Gott. Tschüss. 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 Oh mein Gott, stark gemacht. Ich fand die YouTube-Kacke auch ziemlich stark. Vielleicht hat man das in meiner Reaction auch gesehen. Cringe und ciao.